Hallo und herzlich willkommen zu ESTV. Ich bin Janina Treis und stehe hier im Klinikum in Esslingen, denn heute ist der Europäische Antibiotikatag und somit Auftakt der Antibiotic Awareness Week. Wir sind jetzt hier in Hannover in den Peppermint Studios und auch gestern haben wir schon live in die Klassenzimmer Ihrer Kinder übertragen. Und heute sind Sie im Fokus, liebe Eltern und Interessierte. Thank you guys. Exceeding the limits of the traditional bike industry, BESV, a newly launched premium e-bike brand for those who want to experience the best. Zudem haben Sie als Eltern heute auch die Möglichkeit, Fragen in meine spätere Talkrunde zu stellen, denn wir haben bei Vimeo eine Chatfunktion. Das heißt, wenn Sie später bei meinen Interviewgästen oder auch bei unseren Live-Schalten Fragen haben, tippen Sie diese gerne schon ein und dann versuchen wir sie am Ende der Veranstaltung zu beantworten. So, für alle Sportlichen unter euch sind wir jetzt hier in der Mountainbike-Abteilung. Hier rechts sind die Fullies und hier links die Hardtails. Und wer sich professionell beraten lassen möchte, hier ist unser Georg. Hey! Hallo! Der ist nämlich Spezialist für Mountainbike. Hallo, ich bin Janina Treis und darf Ihnen einen jungen, aufstrebenden Speaker und Motivationstrainer vorstellen, Patrick Kotas, der trotz seiner Einschränkungen noch ganz hoch hinaus möchte. Mittendrin. Und gleich habe ich Ihnen noch das hier mitgebracht. Collins, Don't Lose My Number in 9 Minuten hier bei uns. Meckeralp Live um 15.53 Uhr. Ich bin Janina Treis und das war mittendrin am Sonntag. Gleich kommt mein Kollege Axel Detering mit dem Comedy Club. Vorher aber noch um 16 Uhr die Nachrichten mit Katrin Wolf. Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Und wenn Sie die Arbeit von Frau Molfinter und Frau Brenner unterstützen möchten, die sich um Kinder kümmern, denen es nicht so gut geht, dann dürfen Sie das gerne. Wir blenden die dementsprechende Bankverbindung hier unten ein. Dann starte ich mal mit Frau Warstadt und ich hoffe, das darf ich so verraten. Sie sind nicht nur ehemalige Schülerin, Sie haben auch etwas Besonderes, denn Sie haben eine Traumnote geschafft im Abitur von 1,0. Dazu darf man auch jetzt noch mal gratulieren. Dankeschön. Ja. Fahrräder sind einfach das beste Geschenk. Bei Fahrrad XXL Weicher haben wir 5000 Räder direkt verfügbar. Also kommt zu Fahrrad XXL Weicher B10 Ausfahrt Deizisau West. Herr Ziegler, zu Beginn steigen wir mal ein mit der aktuellen Lage. Wie sehen Sie denn gerade die Herausforderungen? Wir sind in der vierten Welle, auch vielleicht im Vergleich zum Jahr 2020. Der Podcast rund um die onkologische Pflege. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Pflege-Onkologie-Podcast. Ich bin Janina Treis und möchte unsere Folge gerne mit einem Zitat meines heutigen Interviewgastes beginnen, denn das ist mir direkt im Kopf geblieben. Er sagte mal, ohne Pflege keine Genesung. Und Ihnen natürlich auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute zugeschaut haben. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen. Bis bald.